tun. So, jetzt wird aufgezeichnet. Da hat er avisiert, also wer nicht erscheinen möchte, gerne Kamera aus. Und sonst jetzt wird aufgezeichnet, um dann eben auch anderen zur Verfügung zu stellen, dieses Webinar. Ich würde gerne ein Bild machen. Also wer mit aufs Bild möchte, Kamera gerade an. Und wer nicht aufs Bild möchte, lässt sie einfach aus, so wie ihr das möchtet. Also wer aufs Bild möchte, Kamera an und schön lächeln. 3, 2, 1. Los geht's. Jupp. Erfolgreich erledigt. Wunderbar. Dann könnt ihr wieder mit der Kamera so spielen, wie ihr gerne möchtet. Ich nehme euch mit auf meinem Bildschirm in die Präsentation. So, hier ist sie. Wir haben zwei Teile, wie erwähnt. Vorneweg gibt es den Impuls. Deshalb habt ihr auch dieses Mal die Präsentation vorweg bekommen, um sie mit anzuschauen. Und im Teil 2 haben wir dann Zeit, intensiv in die Fragen zu gehen. Dann seid ihr bereit? Ich bin es. Dann starten wir. Wie geht es mit Peru weiter? Das Land, die Wirtschaft, die Menschen. Weiterhin zählt für mich die Frage, ¿Dónde está el camino? Christopher war beispielsweise im Mai dabei, kennt dieses Bild. Die Frage ist weiterhin, wo kommt die nächste Klippe, denn das nächste Hindernis? Was sich aufgetan hat als Hindernis, war die schwierige Situation in den Krankenhäusern im Sinne von genügend Sauerstoff zur Verfügung zu stellen, die Kranken zu behandeln. Oder dann bei den Privatkliniken, die 30, also 40.000 Soles mitzubringen, um überhaupt aufgenommen zu werden. 30 oder 40.000 Soles. Das hat man erkannt und da ist die Regierung Vizcarras aus meiner Sicht extrem offen und angreifbar im Sinne von, man sagt immer wieder, wir können nicht alles wissen, wir sind offen für euer Feedback, bitte beteiligt euch daran und gebt uns das. Also es bringt Vizcarra aus meiner Sicht immer sehr authentisch herüber, ob er es innerlich auch immer so spürt, ich weiß es nicht, aber seine Gesichtsausdrücke, seine Gestik, seine Wortwahl und die Tonalität der Worte klingt für mich sehr authentisch. Also da ist immer noch die Frage, wie geht es denn wirklich weiter? Ich habe euch mitgebracht die Slide vom 6. Mai und die Zahlen, um gleich in den Vergleich zu gehen. Also am 6. Mai hatte Peru rund 50.000 und mit einem Top von knapp 4.000 Neuinfizierten den höchsten Wert. Deutschland hatte also fast 170.000. So, wenn ihr heute da drauf schaut und wer verfolgt, kennt die Zahlen. Peru 50.000, 166.000 Deutschland. Peru hat jetzt 208.000, die Zahlen von gestern, und Deutschland 186, Zahlen von 12 Uhr. Und was seht ihr auf dem Slide, in dem Chart? Der linke Kreis zeigt an, was war am 6. Mai. Und da war schon große Stimmung, wo geht das hin? Und vielleicht kommen wir doch gut durch. Und der Restekreis zeigt an, wo stehen wir heute. Und zwischendrin seht ihr einen Peak mit fast oder über 9.000 Infizierten an einem Tag. Das war sehr überraschend und aus meiner Sicht schon ein Tiefpunkt. Und ich freue mich für Peru und fürs Land, dass sich das wieder normalisiert. Zu den Zahlen muss man wissen, Peru testet etwa so viele Menschen, wie auch Deutschland testet. Also rund 40.000 Tests pro 1 Million Einwohner. Ich schaue immer gerne auf die Einwohnerzahlen, das festzumachen. Wären die Nachbarländer Ecuador, Kolumbien, Argentinien etwa 5.000 Tests pro 1 Million Einwohner haben. So, es wurde schon immer gesagt, je mehr Tests, je mehr Infizierte. In Peru scheint das zu passen. Also man ist dort sehr, sehr weit, sehr, sehr offen im Testen. Interessanterweise, Argentinien hat die letzten Tage nachgezogen mit Infizierten, weil auch die Testanzahl erhöht wurde. Also Tests und Infizierten stehen immer wieder auch im Zusammenhang. Dann nochmal zwei Zahlen aus Deutschland, aus Europa. Deutschland hat 40.000, nochmal Erinnerung. Luxemburg und Dänemark haben 140.000 Tests pro 1 Million. Dann nochmal auch die Info dazu. Also so sieht das aus. Peru hat 200.000, hat Deutschland überholt, was vor einigen Wochen undenkbar war. Schauen wir auf die Wirtschaft. Ich habe euch mitgebracht die neuesten Wirtschaftseinblicke veröffentlicht von der Banco de Central Reserva.
Perus. Und ihr seht hier die Einschätzungen der Analysten, wenn wir schauen ins Jahr 2020 in die Zeile. Und da war im März, 30. März noch, nach ein paar Tagen, ja, wir werden schwächere Wirtschaft haben, das hat sich gesteigert. Die letzte Zahl ist minus 9%. Und wir kommen gleich darauf, wie es auch, also was noch alles passiert ist. Minus 9% werden Deutschland im Vergleich, spricht von etwa minus 4 bis minus 5%. Ich persönlich glaube, dass minus 9% nicht ausreicht. Ich wünsche es, dass es außer ich persönlich glaube, es ist nicht ausreicht. So die Wirtschaftsentwicklung und der Ausblick. So, die Zahlen sind ein bisschen kleiner, doch umso wichtiger aus meiner Sicht. Und ihr könnt die parallel an euren Präsentation anschauen. Was seht ihr hier? Das sind die Exportwerte und zwar differenziert nach rein April und Januar bis April, immer im Vergleich zum Vorjahres. Und ich möchte euch einladen, auf die Prozentzahlen zu schauen, nicht auf die absoluten, auf die Prozentzahlen. Und ihr seht unten beim Monat April die Zahlen minus 56%. So war der April im Fokus der Exporte, also die Hälfte ist eingebrochen. Während Deutschland von etwa minus 30% spricht, was ich gelesen habe, ist die Statistik für April minus 56,3%. Quelle Banco Centrale Reserva Perus. So, die Zahlen selbst differenzieren sich aber. Bei Punkt 2 Agropecuarios, also landwirtschaftliche Produkte, nur minus 18%. Während zwei Zahlen darunter Textiles minus 89%. Also hat sozusagen nicht mehr stattgefunden. Ein Blick auf die Productus Traditionales, also auf die Rohstoffe. Da war alles erstmal geschlossen im April zwischen 57 und 73% minus. Aber da gibt es gerade bei Mineria eine gute Information, denn einer unserer Kunden liefert Maschinen in den Bergbau. Und da ist ganz klar, die Bergbauunternehmen haben ihre Produktion an der Warenterminbörse bereits verkauft. So wie es immer ist, werden sie als Vorwort verkauft. Und die wollen sie natürlich diesen Kontrakt nicht nehmen, um zu spekulieren, sondern um ihn zu erfüllen und Ware abzugeben. Das heißt, alles, was jetzt nicht produziert wurde, wird nachgeholt. Deshalb steigen die Investitionen für Maschinen im Sektor Maschinen, also im Sektor Mineria, im Sektor Bergbau. Eine ganz wichtige Info, also der Bergbau wird das nachholen. Und Bergbau ist nach meiner Erfahrung auch sowieso vom Ausschuss her etwas steuerbar. Die Idee ist ja, die Mine möglichst viele Jahre zu haben. Und man kann dort durchaus immer wieder auch die Produktionen verändern und ist dort bis zu einem bestimmten Grad flexibel. Bin ich sehr optimistisch, dass die Zahlen dort steigen und das wird ein Motor sein der Exporte, weil traditionelle sind weiterhin natürlich der Schwerpunkt. Rechts Januar bis April, hier unten die Zahl, alle Exporte minus 22% in den ersten vier Monaten. Also Januar, Februar normal, März die Hälfte normal und dann April ganz Stillstand, minus 22%. Hier auch der Blick auf landwirtschaftliche Produkte, Agropecuarios, plus 3,5%, also ein leichtes Plus sogar und habe diese minus 18 aus dem April überkompensiert. Und die Productus Traditionales knapp minus 25%. Das heißt, da die Kernbranchen, wie das seit Mai offen sind, also Fische, und Mineria im Bergbau, werden sich die Zahlen auch sukzessive erhöhen und sehr bald auf einem Niveau sein, wie es davor auch war. Ich schätze, spätestens im Juli wird man das Produktionsniveau haben und dann ein bisschen später auch noch höher, um den Produktionsausfall nachzuholen im Thema Bergbau. Da bin ich sehr optimistisch. Aber wir wissen alle, Exporte einer Volkswirtschaft sind natürlich direkt verbunden mit dem Wohlstand im Land. Also je mehr Exporte, je mehr Geld hereinkommt, umso mehr wächst die Wirtschaft eines Landes. Und deshalb wird auch diese Exporte so wichtig, da drauf zu schauen. So, wo gehen die Exporte hin?
Hier die in Rot umkreisten Länder, das sind die europäischen Länder, Spanien und die Schweiz. Schweiz weiterhin vorneweg mit Kakao und Gold. Und da ansonsten hat, also Deutschland spielt schon mal gar keine Rolle. Ansonsten ist Europa nicht der Ort, so an dem viele peruanische Produkte ankommen. China primär im Rohstoffbereich, hat seit Jahren ja inzwischen USA abgelöst. China 27% der Exporte Perus. Und da muss man natürlich schauen, was macht die chinesische Wirtschaft. Und da haben wir noch auch einen Impact im Sinne, wenn da alles stillsteht, dann trifft das Perus Exporte entsprechend sehr stark. So, USA stabil seit Jahren auf diesem Niveau. Neu dazugekommen und auch zu meiner Überraschung Indien. Seit geraumer Zeit gibt es ein Freihandelsabkommen mit Indien. Doch dass Indien so prominent unterwegs ist, überrascht mich. Indien, Südkorea auch schon immer stark und Japan auch. Also wir sehen, China und USA repräsentieren über 40%, nehmen wir Indien noch dazu, die drei Länder 50% der peruanischen Exporte und Europa spielt eher eine untergeordnete Rolle. Das zu den Exporten. Zinsen habe ich immer wieder mit dabei. Warum? Weil natürlich das Rückgrat der peruanischen Wirtschaft, die MIPES sind, die Medianas, die mittelgroßen Firmen, nicht die kleinsten sind hier dabei, sondern die mittelgroßen Firmen bis 2,5 Millionen Dollar Umsatz, was bei uns MIPES eher bis 15 Millionen Euro Umsatz sind. Da die Finanzierungszinsen reduziert, erstmals nur 15%, davor seht ihr, waren es 20%. Nur 15%. Ja, dazu muss die Zahl der Interbankensatz ist etwa bei 4%. Die Zentralbank, der Referenzzins der Zentralbank bei 0,25 und der Rest ist Marge für die Banken. Und da freut mich, dass das reduziert wurde. Parallel gibt es das staatliche, also nochmal ein Refinanzierungsprogramm, so ähnlich wie Kreditanstalt für Wiederaufbau, was wir in Deutschland kennen, also ausgereicht durch die Hausbank im Sinne Kreditprüfung, Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, refinanziert aus staatlichen Mitteln. Und dort ist der Zinssatz teilweise 0%, also etwa bis 2-3% und eine Tilgung, die er später einsetzt. Einer unserer Kunden hat das in Anspruch genommen, er selbst. Ein Unternehmen aus dem Alpaka-Bereich rechnet mit einem Rückgang von 50%. Er ist ausschließlich im Export unterwegs, von einem Rückgang von 50% Umsatz dieses Jahr. Und da hilft diese Finanzierungsmittel zu dem Zins doch sehr. Rechts, das ist der Zinsrisikoaufschlag der peruanischen Anleihen zum besten Risiko. Der Spread, der Aufschlag sind 191 Punkte. Ihr seht hier sehr schön, dass es zurückgegangen ist mit der Zeit, parallel mit dem Spread in Lateinamerika, der bei 581 liegt. Aber da haben wir natürlich auch Venezuela dabei als sozusagen Default-Land und Argentinien mit einer schlechten Rating. Die sind dabei, so bei 191 Punkte. Und wenn hier Vergleich mit der Vergangenheit vor Covid, lag es immer so ein bisschen knapp unter 200. Das heißt, die Kapitalmärkte, das heißt, die Investoren sind optimistisch, dass Peru diese Situation gut meistert und sich nicht verschlechtert im Vergleich zu den anderen Ländern. Also Wirtschaft, der Punkt Zinsen, das sind positive Signale, fairer Refinanzierungszins, es wird viel getan. Das ist fein. Die Frage ist nur, welche Firmen sind da noch da? Da kommen wir noch gleich auch dazu. So, die fünf Phasen. Das war der Stand vom 6.5. habe ich noch einmal mitgebracht. Im Mai beginnend, dann Juni, Juli, August. Und ich habe ergänzt die Phase 5, die Schulen und Universitäten, die weiterhin geschlossen sind, bis auf Weiteres. Mit Ankündigung bis zum Jahresende. Aber bei der Schule wird das sehr wahrscheinlich so sein. Universitäten vielleicht etwas anders. Es gibt im Moment keine konkreten Informationen und Aussagen dazu. Also das war mal geplant im Juni, das war Anfang Mai. Und dann blicken wir rein
in die Phase 2, denn wir haben Juni. Dazu die zwei wichtige Infos für euch. Das Ziel ist der Phase 2, dass am Ende 80% der Wirtschaft wieder aktiv ist. Bezogen auf die Wirtschaftsbranche nach meinem Verständnis. Denn es heißt nicht, dass alle Unternehmen dieser Vorgabe auch jetzt noch da sind. Also das ist das Ziel, 80% der Wirtschaft im Laufen zu bekommen und die 20% dann später. Doch Achtung, diese Phase 2 und die 80%, wir kommen gleich welche Branchen das sind, gilt nicht für überall. Denn es gibt Departamentos, Regionen, die sind davon ausgenommen. Warum? Aufgrund der erhöhten Zahlen, aufgrund Verhaltensweisen. Das war schon immer der Norte. Dumbes, Pure, Lambayeque, La Libertad. Das sind alles Departamentos mit einer starken landwirtschaftlichen Produktion auch. Loreto, Ucayali, also Iquitos. Vielleicht habt ihr die Bilder gesehen aus den Krankenhäusern in Iquitos, wie der Zustand dort war. Kollabierte Krankenhäuser, also Menschen wurden auf der Straße versorgt. Die verstorbenen Menschen lagen in einem Seitenraum, alles überfüllt. Sehr, sehr schwer, die Situation Ucayali mit Pucallpa, wo Menschen nicht behandelt werden konnten, kurz darauf starben. Und neu dazu kam Ica. Dort, wo wir ja den Bereich haben mit vielen Uvas, mit vielen Trauben, auch landwirtschaftlichen Produkten. Und dann gibt es einige Departamentos der Region Ancash. Also die Phase 2 ist regional spezifiziert, was jetzt, wenn man das vergleicht mit Deutschland, ähnlich ist, wo die Bundesländer viel entscheiden können, aber doch nicht so groß im Unterschied aus meiner Sicht. Kommen wir zur Phase 2 und der Einblick, wer darf denn aktiv werden? Wir haben hier alle aufgelistet, komplett, und ich möchte einige herausnehmen. Vorneweg ist die Mineria, also die kleinen, mittleren und die kleinen. Dann haben wir die Futtermittelindustrie. Das dritte sind die Getränkeindustrie. Also in der Zeitung gab es einen großen Bericht über Bacchus. Bacchus braut wieder Bier, geht wieder weiter. Also Getränkeindustrie, nicht inklusive alkoholischen Getränke, auch Tabakindustrie. Zur Fabrikation de Calzado, also wir haben auch im Textilbereich, geht das weiter, im Bekleidungsbereich. Dann der Verkauf und der Service von Autos, Motorrädern, technischen Fahrzeugen und die Reparatur der Fahrzeuge. Bisher waren die Autohäuser sowie die Kfz-Werkstätten geschlossen. Und ich selbst habe das in Lima gesehen, dass ein Unternehmer, der Delivery machte und uns Lebensmittel brachte, sagte, mein Auto ist defekt. Also ich kann das Auto nicht abstellen, weil oft springt es nicht mehr an und es gibt keinen, der mir das repariert, weil alle Kfz-Werkstätten geschlossen sind. Sodass dann auch das wieder möglich ist, Autos zu kaufen und zu reparieren. Nochmal so auch ein Wort zum Autos kaufen. Als ich mit dem Rückholflug am 21. Mai von Lima nach Paris ging, dass wir in der Buskonvoi mit Polizeischutz durch Lima fuhren und raus zum Flughafen, dann kommt man ja automatisch auch an den ein oder anderen Autohaus vorbei. Da war es gespenstisch anzusehen. Also Autohaus und keine Menschen, Werkstätten, alle geschlossen. Lange Schlangen vor den Banken, Polizei- und Militärkontrollen, wer fahren darf mit privatem Fahrzeug, weil das ja immer noch eingeschränkt ist. Das war ein sehr gespenstischer Anblick. Dann zu meiner Überraschung öffnen auch Hospedajes. Ich kann noch nicht einschätzen, ist das für Tourismus oder für was ist das gedacht? Im Mai haben einige Hotels geöffnet. Warum? Für die Reisenden, für die Fischindustrie und für den Bergbau. Die durften im Mai schon starten, damit sie natürlich auch irgendwo übernachten können. Hospedajes. Habe jetzt kein Bild dazu, was das zur Wirtschaft groß beiträgt. Wird einen guten Grund haben. So, und hier seht ihr die weiteren Branchen. Könnt ihr da halt noch nachschauen. Das ist
ein ziemlich komplettes Bild. Noch ergänzen, eine Branche, die ich persönlich interessant finde, dass die kommt. Warum hat mit Tourismus und mit Transport, Service der Transporte in der Professional Privado? Also es geht auch wieder los, dass man sich bewegen kann mit Bussen von A nach B. Und das braucht natürlich das Land. Soweit Phase 2, Einblick, immer daran denken, es gilt nicht für alle Departamentos, also die Departamentos im Norden, in der Selva, Ucayali und Loreto, Madre Dios nicht, und Ica sind davon ausgeschlossen. So, was muss jetzt getan werden? So, ich habe mehrmals gehört von Firmen und von Kunden aus Peru, wir haben immer mal vor, einen Online-Shop zu machen, aber wir haben das Projekt immer zur Seite, wir hatten keine Zeit. So, jetzt hatten sie Zeit und in der Tat hat man sich darauf fokussiert, das Geschäftsmodell auf Online umzustellen. Viele Online-Shops sind weiterentwickelt worden und sind inzwischen auch fast fertig, was gut war für die Softwareentwickler, für Marketingleute, denn die hatten dann dort eine Nachfrage, eine Demanda und konnten die Firmen unterstützen. Das heißt also, die Strategie auf Online zu verändern und weiterzuentwickeln. Plus noch einmal, plus ergänzen, zahlreiche Restaurants und Cafés, Rustica ist eines davon, haben ihr Geschäftsmodell umgestellt. Also Delivery dürfen sie ja machen. Doch was haben sie jetzt getan? Wir machen eine Bodega, also im Sinne so Tante-Emma-Laden, denn sie haben natürlich die Lokale und sie haben die Mietkosten und verkaufen jetzt Lebensmittel, sodass es diesen Unternehmen besser geht. Schwierig dann für die anderen Unternehmer, die schon immer verkaufen konnten. Also einer Unternehmer sagte mir auch, am Anfang war das super, Ende März, Anfang April, da waren wir die Einzigen. Inzwischen gibt es so viele, unser Geschäft hat sich wieder zurückentwickelt, wie es davor war. Also das passiert, Geschäftsmodelle online umstellen, Geschäftsmodelle völlig neu erfinden, strategisch neu aufzustellen. Das zweite, investieren in Produktentwicklung, also Personal. Und da eine Anekdote, ich sage das ein bisschen süffisant, aber es ist eigentlich, dahinter ist es traurig. Immer wieder tauchen in den letzten Tagen gefälschte Medikamente auf, gefälschte Produkte und gefälschte oder wieder recycelte Masken, alles, was rund um Corona gebraucht wird. Hier gibt es also, ich sag mal, Innovations- und Produktentwicklungspotenzial. Nur das geht halt in die Richtung eher, wie kann ich das schnelle Geld machen und wie kann ich jemanden eher betrügen, anstatt wie kann ich eine Idee machen und damit ein seriöses Geschäftsmodell ausstatten. Also für mich der Höhepunkt war es in San Lurigancho. Es klar war, wurde, dass dort Tabletten, Paracetamol und andere Tabletten produziert wurden aus Zucker und aus Mehl. Manche haben eine blaue Farbe, die wurden dann blau angestrichen und die Verpackung wurde kopiert. Also gab es sicher eine Druckerei, die hat das 1:1 kopiert und dann wurden diese Medikamente auf der Straße verkauft, plus in Apotheken, die jetzt keiner Gruppe angehören. Also ihr kennt ja Inka Pharma und viele andere, die haben Qualitätsstandards, aber es gibt auch viele kleine Apotheken um die Ecke und die haben das dann leider dann gekauft. Also immer Ocho. Und das dritte ist Kultur entwickeln, Verhalten. Es ist immer noch die Frage, wieso explodiert das so? Klar, wir kennen die Mercados, da haben wir ja Infiziertenrate bis zu 80%, aber die Menschen sind dort, also sind gesund, sie arbeiten. Dann haben wir den öffentlichen Transport mit Bussen, Metropolitano. Da ist natürlich auch alles, da haben wir 20-40% Infizierte, auch dort wird es übertragen. Und das Thema Hände waschen, Distanz halten, Mascarilla, ja, das funktioniert. Distanz halten ist extrem schwierig und eine Herausforderung, da eine Anekdote oder Nachricht, vielleicht habt ihr das gesehen, die Ambulantes in Gamarra, also dem Textilzentrum Perus mit etwa 50.000 Unternehmen, die Ambulantes wurden dort immer wieder verscheucht von dem Bürgermeister und jetzt waren sie in der Avenida der Grau, also so und haben dort eine Spur blockiert, Avenida der Grau ist ja auch vierspurig und sind dann trotzdem zusammen. Also die Frage ist, wo müssen sie hin und gut ist, dass sie irgendwo hin müssen.
Weil das ist ihr Lebensunterhalt, das ist die Realität im Büro. Wie kannst du Einkommen generieren? Du musst verkaufen. Nur die Frage, wo verkaufst du dein Produkt? Also Kultur entwickeln und Viscara wird wiederholt immer und immer wieder, wir müssen uns anders verhalten und nach Covid wird anders sein als vor Covid. Woran ist das in Lima erkennbar? Die Fahrradwege werden ausgebaut, bis zu 300 Kilometer sollen in den nächsten Wochen ausgebaut werden, um da ein Zeichen zu geben, hin mehr Fahrradfahren. Lima ist, wenn ich darauf fokussiere, natürlich ideal geeignet für Fahrradfahren, gibt kaum Regen und die ist ja nicht hügelig und das Wetter ist ja viel angenehmer als jetzt in Deutschland. Wenn in Deutschland die Menschen bei 5 Grad oder bei 0 Grad fahren, ist in Peru ja immer nur in Lima maximal, also minimal 15 Grad, 15, 16 Grad im Winter. Nur ist es halt extrem gefährlich, weil keiner sich an irgendetwas hält und dann wird man einfach dann überfahren. Und da hat keine Lust darauf und die Fahrradwege sollen da helfen. Es ist etwas, ein Symbol der Veränderung, aber es bedarf natürlich die Veränderung auch der Werte. So, das soweit zum, was jetzt getan werden muss. Und da sind wir am Ende der Präsentation. Ich lasse die Präsentation offen und lade euch jetzt ein, in den zweiten Link zu wechseln. Und dort sehen wir uns in Kürze wieder zum Teil 2 zu euren Fragen. Und dann freue ich mich darauf, das zu vertiefen. Bis gleich.